bin leichter Heavy-Sweater. Meine ursprüngliche Position. Ich hab mal als Point Guard angefangen. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der sich nicht die Haare irgendwie vorm Spiel macht. Wir kommen, also ich komme, wir sollen spätestens 90 Minuten vor Spielbeginn in der Kabine sein. Ich komme meistens so nochmal so 20 Minuten früher, um ein bisschen mehr Zeit zu haben. Dass ich da keinen Stress habe, ankommen, nochmal durch den Scouting Report durchgehen. Ich tape mich ja selbst, bin einer der wenigen Spieler, die sich noch selbst tapen. Und dann sieht man auch ab und zu mal ein paar alte, bekannte Gesichter. Hier Alex. Kurz noch vorm Spiel quatschen, wie alles geht. Man sieht es ja doch nicht so häufig. Ich meine, heutzutage über soziale Medien geht es ja immer ganz gut, dass man da irgendwie noch Kontakt hält und auch mitbekommt, was die alle treiben. So. Hier sieht man jetzt schön elegant rollen den. Immer so eine kleine Routine vor jedem Training, jedem Spiel. Ich habe immer denselben Ablauf eigentlich, mehr oder weniger. Jetzt hier noch ein bisschen komische Übungen, um ein bisschen Core aktivieren. Vorher Rückenübungen. Meine ehemaligen Athletiktrainer wären stolz auf mich. Dann geht es weiter auf dem Feld mit erstmal ein bisschen Formshooting, um locker reinzukommen. Dann ein bisschen weiter rausgehen, die ersten Dreier von verschiedenen Positionen, Spot-Up-Sachen. Zählt aber alles eher auch noch zu Formshooting dazu, um ein bisschen Gefühl zu bekommen. Gibt es da was du mal anders machst, je nach Gegner, oder ist das egal? Eigentlich Low-Post mache ich halt ein bisschen manchmal andere Sachen, je nachdem wie verteidigt wird, ob gedoppelt wird, von wo die Hilfe kommt, ob es 1-gegen-1 ist. Aber das ist einfach, um so ein bisschen Gefühl reinzubekommen in die Bewegung, ein bisschen anschwitzen mal, dass man vor dem richtigen Warm-Up schon mal ein bisschen geschwitzt hat. Bist du da im Tunnel oder wie ist es bei dir? Ja, ich bin da eigentlich wirklich sehr konzentriert, mache da meine Sachen einfach ohne groß mit anderen zu kommunizieren, sobald ich auf dem Feld loslege. Also beim Dehnen, Rollen und so kann man noch alles entspannt unterhalten. Aber auch sobald es losgeht mit dem Ball, ist bei mir eigentlich voller Fokus und ich kriege nicht mehr viel außen mit. Zusammen das Team-Warm-Up, dann ist eigentlich auch immer feste Routine. Drills in Anführungszeichen. Bei unserer Belastung merkt man Tage auf jeden Fall, wo es einem leichter fällt, gewisse Sachen oder schwerer ist, hoch und runter zu rennen. Aber im Großen und Ganzen ist es dann auch mit dem ganzen Adrenalin am Spieltag nicht mehr so extrem, dass man da die Müdigkeit merkt. Das ist auch so ein Ritual immer. Jeder hat so ein bisschen andere Sachen. Ich zum Beispiel bin immer jemand, der die Faust hinhält für die Anspannung und für so ein bisschen Spannung im Körper. Kleiner Trikot anziehen. Ja, ich wärme mich ungern schon mit dem Trikot auf, dass ich nicht so nass geschwitzt bin. Ich bin leichter Heavy-Sweater. Deswegen erstmal ohne Trikot aufwärmen und dann kurz vorher erst anziehen. Wichtig ist, passiert eigentlich alles vor dem Wurf oder seine Mitspieler freizuspielen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste im europäischen Basketball, dass man häufig einfach auch Cuts oder Blöcke setzt für seine Mitspieler, damit die frei werden und man nicht unbedingt selbst immer scoret. Ja, gerade so Hustle-Plays jetzt wie von Craig sind extrem wichtig in der Euroleague. Zweite Chancen uns arbeiten. Matthias auch wieder. Das sind die Sachen, die für uns extrem wichtig sind. Worauf kommt es denn an beim Aufposten? Was ist da das Wichtigste? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Ruhe bewahrt. Dass man versucht, das zu lesen, was der Verteidiger einem gibt. Natürlich braucht man eine gewisse Physis, um sich da durchsetzen zu können im Korb, aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Ruhe ausstrahlt und natürlich, man sagt immer so schön, man braucht eine Bewegung und eine Gegenbewegung, wenn die weggenommen wird. Freiwürfe, ja, ich meine, das sind letztendlich vielleicht sogar die leichtesten Punkte,
Und das ist halt sehr wichtig, die hochprozentig auch zu treffen. Ja, nicht unbedingt extra Punkte, aber es kommt am Ende, gerade bei den ganzen knappen Spielen, kann es auf einen Freiwurf, einen extra Offensiv-Rebound, eine extra Possession immer ankommen. Ist es Bestandteil von jedem Training? Also ich zum Beispiel, ich gehe immer erst meistens aus der Halle raus, wenn ich 10 Freiwürfe in Folge getroffen habe. Das ist für mich so ein kleiner Abschluss von der Trainingseinheit. Jetzt sehen wir noch ein paar Sachen in der Defense. Worauf kommt es da in deinem Spiel an, also auf deiner Position auch? Bei mir ist es, glaube ich, viel reden, auch viel helfen eigentlich, immer offen stehen. Ja, und ich versuche physisch zu spielen. Dass meine Gegenspieler nicht häufig den Ball bekommen. Natürlich, da kommt es immer unterschiedlich drauf an, gegen was man Spieler man spielt, ob man jetzt eher gegen einen Inside-Spieler spielt, der mehr im Post-Up ist, oder Schützen, ob man da ein bisschen mehr oder weniger helfen kann. Gegen welche Gegenspieler sind dir lieber? Ich mag es, physisch zu spielen, also ein bisschen Inside mehr, aber ich glaube, das ist, glaube ich, was mich mittlerweile ausmacht, dass ich relativ flexibel bin auf mehreren Positionen, auch verteidigen kann, 4-5. Gerade gesehen, bewusstes Foul, wie gehst du mit diesem vielleicht auch taktischen Mittel Fouls eigentlich um? Ja, es ist sehr wichtig. Mittlerweile muss man ein bisschen aufpassen, was taktische Fouls angeht, weil es häufiger auch mal ein unsportliches sein kann, aber sehr wichtig, gerade wenn man noch nicht in Foulproblem ist, keine Teamfouls hat, dass man, wenn man geschlagen wird, auch mal einen Foul nimmt, damit keine einfachen Punkte passieren. Wie sieht man dich als Point Guard? Genau. Meine ursprüngliche Position. Ich habe mal als Point Guard angefangen. Ist so? Ja, aber da war ich dann auch immer bei den Älteren dabei, deswegen Steppgewässer, Mann. Immer gleich mit Wasser und Handtuch da, dass man sich regenerieren kann. Sonst so, was bist du für ein Typ, wenn du draußen sitzt? Also wir sehen halt oft zum Beispiel einen Alex, der jetzt gerade bei dir sitzt, der von draußen wahnsinnig viel pusht und Energie gibt, aber wie bist du da draußen? Ich bin, glaube ich, eher beobachtend, was kann man machen, verbessern oder, ja. Aber klar, wenn irgendwelche guten Aktionen sind, auch reinschreien oder wenn man jetzt irgendwie was erkennt, wenn sie irgendeinem Gegner ein System ansagen. Klar, wenn man jetzt irgendwie wirklich lange auf der Bank sitzt und richtig kalt wird, dann ist es schon nochmal irgendwie eine Minute hoch und runter, bis man richtig drin ist. Ja, man kommt ja mehr oder weniger immer zu ähnlichen Zeiten ins Spiel zurück oder fängt an als Starter, sodass man da schon irgendwie gewisse Routine hat, was die Minuten angeht und wie man im Spiel ist. Auch da sagst du im Huddle nach dem Spiel noch mal ein paar Sachen? Ja, also ganz, ganz wenig. Also nach dem Spiel, da hat man jetzt auch nicht alles im Blick, einfach nur in dem Fall, good job, weiter geht's. Man muss ja schnell zum Interview weiter. Da musstet ihr relativ lange warten. Eine Lieblingsbeschäftigung wahrscheinlich, nach dem Spiel noch Interviews zu geben, oder? Ja, ich meine, gut, gehört dazu. Ich habe kein Problem, so ein bisschen nach dem Spiel. Es ist ja alles gelaufen, die Fokussierung, man kann sich darauf auch konzentrieren. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan vorm Spiel groß interagieren mit Leuten oder Interviews zu geben, weil da wirklich mein Fokus auf meiner Vorbereitung ist und auf das Spiel. Aber nach dem Spiel ist das alles kein Problem. Ein großer Vorteil natürlich die Nähe zu den Fans, auch im Audidom. Da nehmt ihr euch ja alle dann. Ja, ist sehr wichtig. Ich meine, wir werden, die unterstützen uns. Und wenn man dann irgendwie ihnen noch was Kleines zurückgeben kann mit einem Foto oder einer kleinen Unterschrift, dann jederzeit gerne. Und wir machen extra immer die Runde, egal wie es läuft. Ja, man sieht etwas, wie ich dann doch nach Spielen mitgenommen bin. Wie schon angesprochen, Heavy Sweater. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der sich nicht die Haare irgendwie vorm Spiel macht. Ist es so? Ja, gefühlt.